Ey, Ruhe jetzt hier. Oh, ich sehe eventuell so aus, als hätten wir nicht genügend Schlaf gehabt und dementsprechend ist es auch so. Aber du hast es gar nicht mitbekommen, ne? Ich habe gerade fast einen Herzinfarkt gekriegt, als es geklingelt hat. Bin wirklich so schnell aufgestanden, bin schon wieder über meine Schlappen gestolpert, diese Tretminen. Ich hab's falsch rum aufgemacht. Damn it! Savukimi, lang zu, Beromande. War mal Anime-Charakter geworden. Töfteli, Spiri, Häuptlinge, Strobeli. Boah, es geht ja voll ab. Die sind alle mit der neuen Steuerbanderole. 19,90 € für 200 Gramm. Zum Zeitpunkt der Aufnahme haben wir den 29.06. Aber ich blicke wohlwollend in die Zukunft, dass sich etwas noch verändert. Wir haben hier ein paar Sorten von Savu und die werden wir auch testen. Eine davon habe ich schon getestet und das ist der Kiwi. Kimi? Kiwi? Und der hat mich schon überzeugt. Mal sehen, ob die anderen auch so gut performen. Und auf diese zwei Pakete habe ich mich besonders gefreut. Ich war mal wieder bei Elvano shoppen. Eventuell habe ich bei Elvano mit meinem eigenen Code bestellt. Wie lange ich den Kollegen schon nicht mehr gesehen habe. Ich habe als Überraschung drin Coco-Bliett-Kohle. Nice. Auf Nacken-Bliett. Die wissen, wie man Marketing macht. Einmal bitte Holy-Stimmung. Dankeschön. Freunde, wir haben hier endlich in Deutschland verfügbar und wahrscheinlich auch die letzten Dosen. Chupa Grupa. Aber was ist dann in dem Paket? Eventuell noch zweimal Chupa Grupa. Legendäre Geschmack, den wir aus Russland kennen, der uns an Traube Lollipops erinnern soll, jetzt nach Deutschland gekommen ist. 16,90 € 100 Gramm, ne? Crazy. Und ich glaube, eine Charge sollte es damit 100 Gramm geben. Schon ewig nicht mehr gerochen. Mann, das Paket ist fast so groß wie ich. Ui, Memo! Kann man ja jetzt sagen, ne? Frischer neuer Partner. Was ist das das denn? kommt noch ein Karton. Dann brauche ich noch Du meinst, du brauchst diesen Karton für den Angel.Handel-Account auf Instagram? Dafür brauchst du den. Du hast mir alles ausgesucht, ne? Freunde, wir haben einen neuen Partner, worauf ich sehr stolz bin. Notorious. Don't talk. Do it. Let's go. Du musst mir auch sagen, welchen du mir ausgesucht hast. Ey, das ist ja übel. Oh, das ist echt viel. Ja. Übelst der nice Sweater. Das erinnert mich an mein Sweater. Hier auch alles Stickmuster. Ghost Gym Athletics. Hier hinten auch nochmal der Nico Slow-Mo Geist. Mit Doppelbizeps. Das ist auch mein erster Fashion Meets Fitness Partner. Da gibt es natürlich jetzt noch einen Gutschein Angel 10. Spart ihr 10% und ab 60 Euro Angel 40 für 40% Rabatt. Ich habe schon einige Sachen im Gym angehabt. Der ein oder andere Squat-Test ist gemacht worden. Könnte ich ja mal meinen Doppelbizeps machen. Ich bin so weiß. Ist nice, oder? Ja, ich finde das Männchen hier oben immer so nice. Ui. Da sehe ich mich aber. Endlich mal wieder ein grünes Oberteil. Alter, er hat echt nicht gespart. Strong and rich. Ja, das habe ich schon, aber hier ist es noch Ghost Gym Athletics. Yo, der Backprint. Oh ja, Mann, was ist Damit rechnet jetzt keiner. Mit Hanteln einfach. Yeah! Ich glaube, da kriegt man 10% mehr Muskelwachstum, habe ich mir sagen lassen. Das ist super clean. Auch mit so einer leichten 3D-Optik. Ah, guck mal, das ist so red on red. Man sieht den Geist so ganz leicht. Ich habe das schon in schwarz. Das, was ich hier getestet habe. Das ist wirklich 3D. Yo, die Rückseite. Erstmal hier ein Muscle-Teddy am Start. Dann schön Ghost Gym in Rot 3D auf der Rückseite. Das ist krank. Ist entspannt. Patrick, mein Bester, wenn du das siehst, sehr gute Auswahl getroffen. Bis jetzt jedes Piece trifft absolut meinen Geschmack. Okay, that's my number one favorite. One weiß aber, wird kritisch. Ich bin eine Sau. Könnte bald nicht mehr weiß sein. Dann würde ich sagen, widmen wir uns mal dem größten Paket. Das kommt von Ocean. Ocean untertreibt hier nicht mit der Paketgröße, da kennt ihr nichts. Das ist so insane viel. Nein, es sind diese Maisdinger hier drin. Achso, die brauchst du. Ach, du meinst für den Angelhandel-Account auf Insta? Azure? Ja, moin. Das habe ich noch nicht gerochen. Ich sehe was ganz stark leuchten. Freunde, das ist es. Und den nochmal in schwarz oder. Ach du Kagel. Das sind doch schon mal zwei Adapter. Die sind verschieden groß. Wichtig und richtig. Du guckst als erstes, okay? Ich mach weg. Ich guck nicht. Lass mich überraschen. Siehst du sie? Was sagst du, ist sie schön? Krass! Sie hat so Mattoptik. Warte mal, die ist gepresst? Die ist aber echt dick gepresst. Was zur Hölle?
Als ob das mit dabei kommt. Warte mal, aber hier ist ein Schliff. Oha, sind das die Sleeves? Stone, Rock, Optik. Da hat mir Vitali echt mal eine Auswahl geschickt hier. Oh, die Fusion Air. Yeah. Ist aber heavy. Wir hätten sie Fusion Earth nennen können. Oh, noch eine Fusion Air. Ja, hey, ist auch. Da ist noch eine drin. Ey, ich könnte tauchen gehen. Wirklich. Mein ganzer Arm verschwindet in dem Paket. Ey, hier sind noch mehr Bolts, ne? Oh, die ist spitz. Guck mal. Die ist richtig scharfkantig. Und hier unten ist der typische Star. In Clear. Ich glaube, ich finde die am schönsten. Hier sieht hier auch wieder diesen Star. Und es ist sehr, sehr scharfkantig. Also was heißt scharfkantig? Ich liebe, dass das hier so ein dicker Rand am Start ist. Das habe ich zuletzt bei der Stimulation Bowl gesehen. Und da das bricht das Licht so gut. Ach, dafür ist das. Als Mundstück. Kopfadapter, zwei Gummidichtungen, Schlauch. Und ich liebe Ocean für die Schläuche. Hey, warte mal, hier ist ja noch eins. In Clear. Das kenne ich noch von früher, das hatte ich auch. Aber jetzt gibt es das einfach in Dunkel. Der Nordpol Star Teller. Boah, das ist die Heavy, das ist die Base. Ey, change my mind, aber Ocean hat mit unter anderem eine der coolsten Diffuser Designs. Alter, man kann die Tauchrohrlänge jetzt einfach anpassen. Um 1-2 cm. Ey. Genau so ein Ding habe ich mir immer gewünscht. Ich baue mir doch immer mit so Kopfdichtung eine Verlängerung vom Tauchrohr. Jetzt habe ich die einfach hier. Hoffentlich passt das noch überall woanders drauf. Also das ist wirklich ein Hingucker. Für den Preis so etwas zu bekommen, das ist absolut krank. Ich habe selten so ein schönes Gold gesehen. Das ist so nicht hochglänzend, das hat so ein leichtes mattes Finish. Das sieht schon fast aus wie Messing. Also mit großer Wahrscheinlichkeit ist das Video zu den Air-Modellen schon online. Gibt einiges darüber zu erzählen. Und ich werde es dann ganz zum Schluss für euch verlinken. Dann könnt ihr ganz entspannt draufklicken. Vergesst nicht, das Video hier runterzuladen. Mit YouTube Premium ist das ganz easy. Damit bekomme ich 100% Watchtime. Und vielleicht komme ich dann endlich mal aus der Algorithmusfalle raus. Und ja, ich habe meine Klimaanlage im Hintergrund an. Hier ist scheiße heiß. Ah, jetzt habe ich scheiße gesagt. Jetzt muss ich das auch zensieren, dass ich scheiße gesagt habe. Scheiße, jetzt habe ich scheiße gesagt. Jetzt darf ich die Scheiße auch zensieren. Ah, chillig. Da war ich mir gerade am Frühstück vorbereiten. Bin zur Hälfte fertig gewesen. Und dann hat mir der Bote, oder die Botin, ein Paket vorbeigebracht. Das hätte eigentlich noch nicht ankommen sollen. Die letzten Tage sowieso miese Laune wegen Diät. Die ist in den letzten Zügen. Ja, Paket kommt von True Clouds. Und die Jungs haben gesagt, dass meine Arbeit wirklich sehr, sehr gut war. Was mich natürlich auch freut. Das hört man wenig in der Shisha-Szene so. Okay. Okay, die Dosen sind schwarz. Water Splash habe ich noch gar nicht getestet. Mr. Flash. Ah, da steht ja sogar drauf. True Clouds Dark Blend. Krass, in großen Dosen. Soul Malone. Wer auch immer den Namen von euch ausgesucht hat, bitte Gehaltserhöhung. Passion Grenade, der Four. War ja immer mein Liebling, ne? Ach, da steht hier sogar noch dabei. 3, 5, 12. Black Velvet, Sunset Vibes, Blue Bay, Senior Loco. Das ist ein Mauspad? Ganz schön viele. Ein Chicken Mauspad. Sieht zumindest aus wie ein Mauspad. Soll das ein Mauspad sein? Echt ein guter Grip. Ja, da ich davon ein paar hab, schreibt mal in die Kommentare, wer alles ein Mauspad will. Ihr könnt am besten doch euren Insta-Namen dazu schreiben, dann kann ich euch da direkt anschreiben. Oriental Delight. Summertime. Ist das Nein? Das ist Nein. War auch eine extrem geile Sorte. Yo, was? Das sind ja alles Lanyards. Hier noch so schön mit dem True Clouds Logo. An der Seite auch True Clouds auf dem Lanyard. Aber das sieht mir aus, als hätte das irgendeine Funktion. Kann ich auch wieder ein paar rausschicken an euch. Sticker auch am Start. Ey, die fahren ja echt dicke Geschütze auf, ne? So, jeder stellt die Produktion ein, True Clouds haut erstmal eine Batterion an neue Sorten raus und dann Equipment. Hat man auch noch nicht gesehen. Magnetkarten. Die sind schon stabil. Kann man dann quasi als Scrapper benutzen. Und davon sind auch echt einige angekommen. Aber auch geil, dass die magnetisch sind. Hier, das sieht mir aus nach... Sind das Getränkedeckel? Untersetzer? Die sind super schlicht gehalten und davon habe ich auch echt eine Menge. Ich glaube, ihr solltet dazu schreiben, was ihr genau haben wollt. Dann kann ich das besser unterteilen. Einfach nur mehr True Clouds, einfach ein Merch-Shop geworden. Hier ist eine kleine Wölbung drin. Ich weiß nicht, was es ist. Zumindest noch nicht. Aber es könnte irgendwo angebracht werden. Ganz viele Silikon True Clouds Dark Blend Line Armbänder. Jetzt kann ich es euch ja verraten. Ich habe schon fast Anfang des Jahres den Dark Blend von True Clouds probieren dürfen. Den hatte ich und der hat mich... komplett weggehauen. Hat mich richtig gefreut. Ich glaube, den Nein hatte ich auch in Dark Blend. Und jetzt habe ich alle Sorten hier. Hab dazu mein Feedback abgegeben.
Und jetzt habe ich einfach alle Sorten hier. Die werden wir wahrscheinlich in den nächsten Tagen, wenn ich es jetzt überhaupt zeigen darf, das Video nehme ich ja im Voraus auf, im Stream testen auf Instagram. Also schaut da gerne vorbei, falls euch das interessiert und ihr da Updates braucht. Wie viel Grad wir heute haben? Wir haben es aktuell 32 Grad. Es wäre ja gelacht, wenn ich jetzt ein tropisches Paket bekommen würde, oder? Ich habe wieder eine Lieferung aus Spanien, ein paar schöne Bananen. Das ist aber auch mal ein Verpackungsdesign, wa? Liebe Steven, viel Spaß. Vier heftige Sorten aus feinstem Virginia, nur für dich. Die Tropen jetzt zu Hause. Woher haben die rausgefunden, dass mein alter Name Steven war? Das könnte so schon Kupfer sein. Rosé Gold. Oha! Ist voll was für dich, ne? Pink King. Wild Green und Blue Bees. Aber coole Namen. Ach, guck mal, jetzt gibt es noch Getränkeuntersitzer. So, nochmal ein Gruß für die Pfeife. Und davon habe ich auch doch schon eine, ne? Ja, dann können wir die auch noch in dem Video verlosen.